Da ist das Ding ja endlich. Watch Dogs. Kein Spiel wurde von den Gamern heißer erwartet als das Open-World-Hacking-Spiel von Ubisoft. Ihr schlüpft in die Rolle des Meisterhackers Aiden Pierce, der sein Unwesen in Chicago treibt. Chicago wird von der CTOS überwacht. Die Organisation hat nicht nur überall Kameras installiert, die miteinander vernetzt sind, nein, es kennt auch alle privaten Daten der Bewohner, hat Vollzugriff auf zum Beispiel den U-Bahn-Verkehr und kann das Stromnetz kontrollieren. Ein Paradies für einen Hacker wie Aiden. Irgendwann hackt Aiden eher durch Zufall die falsche Person. Diese will sich an den Meisterhacker rächen und voilà, wir haben unsere Story. Die Geschichte wird zwar gut erzählt, bietet aber leider nur wenige Höhepunkte. Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Dank seines Smartphones, auf dem eine sehr spezielle Software läuft, kann sich Aiden ins CTOS hacken und so alles und jeden kontrollieren bzw. auslesen. Passanten das Geldkonto leer hacken, kein Problem. Den SMS-Verlauf oder Telefonate abhören, ebenfalls kein Ding für Aiden. Sie haben das Limit an Minuten diesen Monat stark überschritten. Das erklärt die hohe Rechnung. Denken Sie daran, Nachrichten auf der Voicemail zählen auch. Und da sehe ich ein hohes Datenvolumen. Moment, verdammt, meine Voicemail steckt voller Werbeanrufe Ihrer Firma. Auf unserer Webseite steht deutlich, dass Sie die Werbeanrufe ablehnen können. Die Webseite ist ständig offline. Vor allem in den Missionen ist das Hacken natürlich extrem wichtig. Kameras übernehmen, so Alarmsysteme deaktivieren oder die Feinde einfach ablenken, um sich an diese vorbeizuschleichen. Besonders cool, in den meisten Missionen gibt euch Watch Dogs die freie Wahl. Wollt ihr schleichen oder doch lieber einen auf Rambo machen? Beides ist möglich. Mehr Spaß machte uns aber vor allem das Schleichen. Zwar ist die Action cool und brachial, aber ganz ehrlich, irgendwie will man als Hacker doch leise vorgehen oder etwa nicht. Die offene Spielwelt in und um Chicago sieht hervorragend aus und ist vor allem extrem lebendig. Überall sind Passanten, an jeder Ecke passiert etwas und ja, es wirkt einfach alles wie aus einem Guss. Schade nur, die wenigsten Gebäude sind begehbar. Zu tun gibt es in der Stadt übrigens mehr als genug. Neben den 39 Hauptmissionen gibt es auch zahlreiche Nebenaufgaben, die teilweise sehr actionreich sind oder auch zum Beispiel eher ruhig oder, naja, abgedreht. Wer allerdings eine Vielfalt wie bei einem GTA erwartet, der dürfte etwas enttäuscht sein. Watch Dogs orientiert sich eher an einem Assassin's Creed. Für uns ist das aber kein Problem. Watch Dogs ist einfach nur ein richtig tolles Spiel. Es bietet eine große, lebendige Spielwelt, brachiale Action, spannende Schleicheinlagen und eine richtig hübsche Grafik, egal ob auf dem PC oder den Konsolen. Wer dem Szenario etwas abgewinnen kann und vor allem das Gameplay eines Assassin's Creed mag, der sollte oder besser gesagt muss bei Watch Dogs zugreifen. Alle anderen sollten aber auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Lohnen tut sich das Abenteuer in Chicago nämlich definitiv. Ich geb Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie.